Wir sind wieder am Start für euch. Wir nehmen euch wieder mit. Eigentlich hatten wir heute Morgen einen Termin beim, wie heißt das? Bürgeramt, ne? Ja, Bürgeramt. Wir brauchen zwei neue Reisepässe, weil 2020 ist ja ganz kranke Scheiße geplant. Heute ist Friday. 2022. Jo, scheiße, ich häng ein bisschen zurück. Auf jeden Fall ist kranke Scheiße geplant. Wir verreisen auf jeden Fall raus aus der EU. Ja. Ja, jetzt Freitag. Nach dem Wochenende geht's wieder ab. Wir beide verlassen wieder Deutschland, weil guckt euch die Scheiße an. Man hat keinen Bock drauf. So, heute haben wir noch Termine. Wir fahren jetzt erstmal ins Büro. Da erwartet uns ein bisschen Stress, weil wir hatten heute Morgen einen Termin. Den konnte ich leider aufgrund von ja, ein paar Problemen, internen Problemen, ja, innenliegenden Problemen nicht wahrnehmen. Was soll ich denn reden, Omid? Hast du Produkte? Dodosch, erzähl mal über deine Produkte, deine Kunden, deine Vision. Meine Vision. Hör auf! Meine Vision, warte! Also, als zweites Produkt haben wir unsere eigene Blockchain, okay? Werden wir im Februar entwickeln. Und im Februar, wenn die Blockchain kommt, dann kommt auch unsere Token. Ja. Und diese Token wird verkauft. Guck mal, einmal, guck mal. Wir können da was investieren und eine Founding gründen und den Jungen dabei unterstützen. Natürlich müssen wir unser Know-how da mit reingeben, das ist klar. Ich sag ganz ehrlich, wir haben 2021 viel zusammen gemacht. Wir würden jetzt, wie gesagt, dich bei dem Projekt auch unterstützen, deswegen sind wir heute auch hier. Aber wie Mastak das schon richtig gesagt hat, also für uns rechnet sich das nur, wenn wir da mit jeder 40% okay, dabei sind. Ey, wir fahren jetzt Dings zu Sane, ne? Ja. Oder warum will der da investieren, Bruder? Und kann nicht sein, dass der uns unterbietet, Bruder. Ja. Wie kann er denn jetzt auch ein Angebot machen, Bruder? Guck mal, Scheiße. Reden kann man viel, wir werden jetzt da hingehen und dann werden wir Tag lassen. Hat da eine Stunde nicht geraucht oder das gibt's bei mir eigentlich gar nicht mehr. Work hard, play hard, work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job, work hard. Jetzt an die ganzen Möchtegern-Geschäftsleute. Anzugsschuhe sind out. Richtige Männer mit Stil tragen Louboutins zu einem schönen Seidenanzug, ja, mit rote Sohle, weil unter meinen Sohlen klebt sehr viel Blut. Wir haben ein neues Büro geholt und hier drin war noch ein Untermieter. Eigentlich cool, was der macht, ne? Ja, der macht so Epoxy-Harztische. Gucken wir uns mal an einmal hier. Zeig mal den Leuten. Skami gut, Skami. Ah, es gab gar kein Tisch da, aber ja. Ja. Ey, Bruder. Am 1.3. ist der hier raus, ne? Ja, gut. Weißt du das schon? Ja, wir kündigen den. Eigentlich cool, was der macht, ne? Hier ist auch eine unserer Räumlichkeiten, was wir hier auch untervermietet haben. Dann komm mal mit. Hier läuft das Geld. Die Miner produzieren schön Ethereum. Ja. Erklär mal, wie viel haben wir letzten Monat? Damit die Leute wissen, dass letzten Monat, das sind 8 Grafikkarten, insgesamt 380er, ne, GeForce. Damit kannst du im Monat so deine 1500 Euro rausholen. Wenn das richtig eingestellt ist. Ne? Ja. Viele Leute haben den Fehler gemacht, wir auch. Ja. Haben gekauft, war ein gutes Investment, aber dann hatten wir halt keinen, der das einstellt. Mussten wir uns erst einen suchen noch, das ist halt ein bisschen Arbeit, aber ansonsten passives Einkommen immer gut und läuft. Ne? Richtig, genau. Na, dann gehen wir mal zu dem hin. Und mit Freundchen mitkommen. Hier. So. Du hast die Daten drauf, ne? Ja. Ja. Hallo? Hallo. Volles Haus hier schon wieder, ne? Hast du wieder bestellt? Das erste ist immer, wenn wir hier reinkommen eigentlich, geht der gute Herr hier in die Küche, weil eigentlich gibt es hier immer lecker Baklava und alles. Aber heute Tee, aber heute ist leer. Aber Moscherie, aber das ist Haram für die Jungs, wegen Alkohol.
Aber Alkohol ist einer meiner Lebenselixiere. Deswegen ist das für mich natürlich immer. Ne? Nach dem ersten Monat sind wir zu Herrn Busari gewechselt, sind sehr zufrieden, hat da öfter diverse Lösungen, wo wir halt nicht drauf kamen. Willst du noch ein paar Worte sagen? Ja, er ist spezialisiert für Unternehmensberatung. Also wenn ihr mal nicht wisst, wie ihr ein Unternehmen aufbauen sollt oder wie ihr es zum Wachstum bringt, dann macht einen Termin mit dem Herrn Busari. War auf jeden Fall ein erfolgreiches Jahr. Dankeschön ja. Auch noch. Und ja. Wir werden demnächst auch öfter was von Herrn Busari hören. Sie steigern mit Umsätze besonders und gute Pläne, gute Verträge, Vertrag gut abschließen. Und ja, nicht nur in Essen, Nordrhein-Westfalen, auch nicht in Deutschland, auch EU. Europa haben wir das vor. Ja. Der unterstützt uns auch in der Schweiz, was wir da jetzt vorhaben, was die Leute schon mitbekriegt haben, warum ich öfter da unten bin. Wie gesagt, Mastercard hat auch Dubai 2023 im Blick und da unterstützt uns Herr Busari die ganze Zeit an unserer Seite. Wir schaffen das. Unser Plan ist ja sehr stark. Ich hoffe, dass mit neuen Verträgen, was ihr abgeschlossen habt, dann haben wir 2022 richtig stark und dann 2023 und so weiter. Ja. Sehr gut. Dankeschön, Herr Busari. Dankeschön. Bitteschön. Und ihr hört mehr von ihm, von uns. Und jetzt gehen wir erstmal was essen, ne? Wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal lecker was essen. Restaurant Nivara in Wittenstadt. Leckeren Grillteller erstmal. Okay, so. Kein Problem. Und YouTube? YouTube. Instagram, YouTube, wo du willst. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take